Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Was ist zu tun an so heißen Tagen? Die Kinder wollen nicht raus, im Freibad ist alles voll, beziehungsweise man kommt nicht mal rein, wegen den Corona-Beschränkungen. Also nur im Keller sitzen ist auf die Dauer auch langweilig. Irgendwann kennt man alle Netflix und andere Streaming-Dienste-Serien. Deswegen geht es noch raus mit den Kindern zu so einem Bach und bastelt und spielt was mit denen. Wir haben ja auf Kinderautoren schon verschiedene Sachen vorgestellt, Schiffe, Brücken bauen, oder auch ein Floß aus Schilf. Aber heute machen wir ganz was anderes. Ich habe da nämlich schon ein paar kleine Fischlein da rumflitzen sehen und die wollen wir beobachten. Ah, da ist schon wieder eins. Guckt mal. Okay, das könnt ihr jetzt sehen, heute ist zu weit weg. Also, aber gleich werden wir es sehen. Wir bauen uns nämlich ein Unterwasser-Beobachtungsgerät und das ist in wenigen Minuten gebastelt. Alles, was ihr dafür braucht, ist entweder eine Blechdose, beziehungsweise wie jetzt in meinem Fall so eine Dose, wo früher Schokolade drin war. Dann ein Stück Folie, Gummis, alles klar, ja? Ich habe große Bruder, hast du gehört, ja? Kriegst du Stress, ja? So, ein Deckel ist schon weg, jetzt machen wir mal den Boden weg, mit dem Messer schnibbeln wir den mal schön ab. So, und zwar so, dass man sich möglichst nicht den Oberschenkel schneidet, deswegen lege ich das auch aus Sicherheitsgründen da rüber. Autsch, war ein Witz. So, den Müll lassen wir natürlich nicht im Wasser, das ist klar. Also, jetzt haben wir eine Röhre. Und auf die Röhre setzen wir jetzt unsere Linse. Und die Linse besteht aus nichts anderem als dieser durchsichtigen, natürlich wichtig, eine durchsichtige Folie. Die ziehen wir so drüber, spannen die möglichst und nehmen jetzt da unsere beiden Gummis. Ha, ich sehe schon wieder einen Fisch, den werden wir jetzt gleich uns mal anschauen. Und schon wieder einer. So, niemals ein Messer offen liegen lassen, immer gleich einpacken, Verletzungsgefahr. So. Fertig ist unser Unterwasserbeobachtungsapparat. Und jetzt, ihr Lieben, schauen wir uns mal da unten die Tierwelt ein bisschen an. Kommt ruhig näher. Also, wir sind ja wieder, Schakusto. Und jetzt gehen wir mal auf Beobachtung. Da schaut mal, da ist immer schon wieder ein Tierchen und da. Und dort ist schon wieder eins, also ganz tolle Sache, wenn wir hier mit den Kindern auf Beobachtungstour im Bach gehen. So, seht ihr da unten am Boden, da bewegt sich gerade ein wunderschönes kleines Kriechtierchen. Ihr seht hier sensationellste Aufnahmen von unserer heimischen Unterwasserwelt. Da rührt sich gerade wieder was, seht ihr das Tierchen, das da hier herumschwimmt, das könnt ihr natürlich nur mit unserem Unterwassergerät beobachten. Da seht ihr es da in der Mitte an dem weißen Stein. Ja, liebe Kinder, ihr habt gesehen, mit wenig Aufwand könnt ihr da ein tolles Unterwasserbeobachtungsgerät für die Kinder basteln und mit denen den Bach erkunden. Das macht ihnen sowieso unglaublich Spaß, wenn es so tropisch heiß ist, über 30 Grad, wenn ihr mit ihnen durch einen kühlen Bach gehen könnt und ein bisschen die Natur erkunden. Und passt bitte auf, dass da keine Pflanzen beschädigt und in geschützte Bereiche geht es, aber das tut ihr sowieso. Weitere tolle Ideen, was ihr mit den Kindern draußen anstellen könnt, findet ihr auf kinderautor.de. Wir haben tolle Ideen, was ihr mit den Kindern bei so tropischer Hitze alles anstellen könnt. Wir haben Kochrezepte für euch, Wandertouren, Berghüttenvorschläge, Schnitzvorschläge und vieles mehr, das Ganze ohne Kommerz. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. In dem Sinn, macht es gut, bis bald, pfiat, servus, euer Uli.